Jo, hallo liebe Leute, wieder eine Folge Fishing Planet. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtstage. Bei mir habe ich es mir so angenehm gemacht wie möglich und jo, alles ganz gut gelaufen über Weihnachten. Kann mich nicht beklagen. Und ja, jetzt wollen wir hier den letzten Eventfisch fangen, den bröckeligen Krampus Payara. Oder bröckelnde Krampus Payara. 15 Kilo Ausrüstung ist dafür erforderlich oder besser gesagt höchstens erlaubt. Dazu habe ich jetzt hier die Schokoladebar mit 15 Kilo, also entspricht der Brutus 330, glaube ich. Ja, Brutus 330 oder ja, 360 ist, glaube ich, die mit. Ne, 360 müsste, genau, steht auch hier 360, genau, Brutus 360, das, wenn man die DLC-Route nicht hat, die entspricht dieser hier, ha genau. Dazu die Megatank 6000 Rolle, das ist eigentlich die, die dabei ist, aber die hat 14,75, die hat 0,25 Kilo mehr als die, aber dann ist die Schnur schwächer und die ist vorfach schwächer und man kann die Bremse nicht voll nutzen. Deswegen habe ich mir die Megatank dazu geholt. Die 6000er, die hat nämlich auch 14,5 und somit kann ich die Bremse komplett zumachen und die vollen 14,5 Kilo Bremskraft nutzen. So, Schnur ist die Mono 050. Dazu die Weihnachtswacklerpose. Das Titanvorfach 028. Raute 10-0 Haken, unbedingt erforderlich. Und natürlich der Köder, der jetzt für den paar Jahre da ist, die Zuckerstange. Ja, das Ganze mache ich auf. Ja, machen wir mal 37 cm Tiefe. Ganze hier, in dem Bereich, nee, da, besser gesagt, da stehe ich ungefähr jetzt mit dem Boot, wo jetzt die Spitze von Mauszeiger ist. Und dann werfe ich einmal hier, neben diese kleine Insel hier, diese Mini-Insel, oder hier links Richtung Ufer. Also zwei Punkte gibt es da, wo er gut beißt, das ist einmal hier, in dem Bereich, und einmal hier, in dem Bereich. Oder, ja, doch müsste der Bereich sein. Oder hier, der Bereich kann das auch sein hier. Aber ich werde mal hier anfangen. So, vorher werde ich nochmal nach der Beißzeit gucken. Ja, sieht gerade gut aus. Und dann schauen wir mal, was der Krampus Payara sagt hier. Bremse kann ich voll zumachen, wie gesagt. Ja, da ist auch schon was dran an der, am Köder. Wow. Und da haben wir ihn. 27,194 Kilo, gibt 17.161 Cash und 6.294 XP. Drei grüne Pfeile, also plus XP. Bei 27 Kilo bei 14,5 Kilo Bremskraft. Das gibt natürlich richtig. Achso, ich will natürlich noch hier. Ah, jetzt ist er hier. Am Durchschwimmen durch die
blöden Äste und so. Aber geht noch. Natürlich, daran komme ich nicht. Gut. Haben wir das weg. Das schieben wir ein bisschen hoch. So. Und dann machen wir ein schönes Bild. Und dafür kriegen wir jetzt hier 25.000, 3 Bitcoins und die Zwille mit Rudolf Geweih. Ja. Die mache ich mal aus, die Mission. Die werde ich sowieso nicht weiter verfolgen. Unnötig. So, machen wir noch eine Markierung. Für euch. Müsst ihr den Bitcoin ausgeben. Mach mal hier die Markierung weg. 3 Jahre in Trophy. Koboldfisch, die kann ich wegmachen. Die brauche ich erstmal nicht mehr. So, jetzt. Die Markierung für den letzten Fisch. Probiere das nochmal auf. Nochmal reinzoomen hier. So, das müsste die hier sein. Jo. Das ist die 387,88 zu 243,62. So, jetzt versuche ich noch den anderen Punkt zu finden, wo ich mit meinem Hauptaccount die immer gefangen habe. Müsste hier vorne irgendwo sein. Einmal die Bremse, den Anker, damit ich stillstehe hier. Müsste es ungefähr hier sein. Wollen wir aber noch einen zweiten fangen. Also mit meinem Hauptaccount vor 2 Jahren oder 3 Jahren, da habe ich mehrere Krampus-Payaras gefangen. Insgesamt sogar knapp 100 Stück, glaube ich. Jo, und da ist der nächste. Also man kann hier mehr als einen fangen, so lange bis die Zuckerstangen aufgebraucht sind. Da ich 101 Stück habe, kann ich auch 101 von diesen Krampus-Payaras fangen. Und da haben wir ihn. Ja, ein Kilo weniger, aber macht nichts. So, mache ich da auch noch mal eine Markierung. Dazu muss ich noch eine andere wegmachen. Welche mache ich denn jetzt mal weg? Das ist der Arowana. Den kann ich eigentlich auch wegmachen. Dafür lieber jetzt für euch noch mal den zweiten Punkt für den Campus Payara. Das ist die 308,51 zu 283,83. So, und dann kann man die immer schön abwechselnd abfischen hier, die beiden Stellen.
Wobei ich jetzt hier auf jeden Fall schon mal einmal den Kescher voll machen. 700 Kilo Kescher. 3 bis 4 pro 100 Kilo mal 7 sind also 25 bis 28 Stück. Kann ich mit einmal Kescher voll fangen. Das hat nur Bing gemacht und nur einmal kurz gezuppelt. Wieder nur einmal kurz mit dem Bing gezuppelt. Das kann jetzt ein bisschen dauern, bis der nächste. Und das sind kleinere Fische, denen der Zehnerhaken natürlich zu groß ist. Die gehen nur einmal kurz ran, merken, da ist ein Riesenhaken dran und hauen wieder ab. Oh, 2 Stück gefangen und schon 53,8 Kilo im Kescher. Ja, hat einmal gezuppelt, ohne Bing. Und wieder ein Bing ohne Zuppeln. Aber wie gesagt, es kann jetzt ein bisschen dauern, bis der nächste spawnt. Also wenn ihr hier den schon gefangen habt und hier wieder abgereist seid, könnt ihr trotzdem hier wieder hinreißen mit der Ausrüstung, wieder so zusammenstellen, wie ich das gezeigt habe, und dann die restlichen Zuckerstangen hier an die Pajaras verfüttern und jede Menge von den Krampus Pajaras rausziehen hier und damit sehr viel Geld und XP machen. Ich werde nochmal neu auswerfen. Ist auch schon wieder sonst wohin getrieben hier. Noch nicht mehr vor Ort. Ja, wieder nur einmal kurz gezuppelt mit dem Bing.
Sonst kann man mal hier gucken nach der Beißzeit. Falsche Taste. So. Hab ich mir gedacht, wir sind da jetzt schon auf der Spitze oben der Beißzeit. Da passiert natürlich nicht viel. Mal eine Stunde vorgespult. Na, tut sich jetzt gar nichts mehr hier. Im Moment will hier gar nichts. Kein Bingen, kein Zuppeln, kein gar nichts mehr. Dann werfen wir mal den Punkt an. Und schauen mal, was da passiert. Ja, zoppelt. Zoppelt immer noch. Das sieht gut aus. Und den nächsten. Einfach mal den Spot wechseln. Siehe da, man hat gleich wieder ein Biss. Und er will aufs offene Meer hinaus, wie es aussieht. Und da haben wir ihn. Und wieder ein 26er. Sind wir schon bei 80 Kilo. Mit drei Stück. Also mit vier Stück sind wir über 100 Kilo. Zwischen 100 und 110 Kilo dann. So, da würde ich jetzt aber mal den Motor anschmeißen. Sonst dauert das zu lange, bis wir wieder da sind. Der E-Motor ist ja grottenlangsam. Und jetzt nehmen wir wieder den Punkt.
Man hat gerade gesehen, wie da ein kleiner Fisch Richtung Pose geschwommen ist unter Wasser. Man wusste, da kommt gleich ein Bing, aber kein Biss, weil der war viel zu klein. Der wird niemals auf den Zähnehaken beißen. So, nochmal neu auswerfen. Das war zu kurz. Kurze Auswürfe sind echt extrem schwer genau zu treffen. Ja, aber gut. Jo, schön genau parallel zur Markierung. Kann er langsam da in die Richtung driften. Wieder nur Bing mit einem kurzen Zuppler. Und nochmal Bing mit einem kurzen Zuppler. Will hier an diesem Spot kein paar Jahre mehr spawnen, also kein großer Krampus paar Jahre. Oder vielleicht mal ein einzigartiger normaler, würde ich auch nehmen. Die werden zwar nicht ganz so groß dann, aber das macht schon nichts. Einzigartig ist einzigartig. Wie will an dem Spot keiner spawnen? Ich probiere nochmal wieder den anderen. Ne, auch nur kurz. Zuppler mit dem Bing. Na komm. Den vierten hätte ich gern noch fürs Video. Wieder nur ein kurzer Zuppler. Alles kleine Fische. Die wollen wir ja auch nicht. Na gut, dann schmeißen wir nochmal dahin. Immer abwechselnd, immer zwei, dreimal bingen und abwarten und Tee trinken. Irgendwann spawnt wieder einer. Irgendwie tut sich jetzt hier gar nichts mehr.
wo ich immer mal wieder neu auswerfen will. Das regt den Spawn an. Sag ich doch. Nur spawnen leider die falschen. Und dann werfen wir wieder den anderen Punkt. So lange, bis der nächste spawnt. Ah ja, das sieht gut aus. Na komm, schnapp ihn dir. Den süßen Köder. Und da haben wir ihn. Den alten Fuchs. Und wieder ein 27er. Sehr schön. Damit sind wir bei 107 Kilo. Und damit endet dann auch das Demonstrationsvideo. Macht es so wie ich und ihr fangt hier jede Menge Campus Pajaras. Macht jede Menge Geld und XP. Wir schauen nochmal, was wir jetzt allein nur für die vier Stück bekommen. Sind schon 67.000 für die vier Stück. Und 12, 18, 24, ja, 24.500 XP. Jo. Bis dahin dann, ne? Tschüss.